1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Mittwochnacht, Freitemennacht, offene Talk Radio Show. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch, oder mailt domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Live. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Alexander. Und Alexander ist 18 Jahre alt. Grüß dich. Hallo Domian. Hallo Alexander. Also allen vorweg, erstmal Respekt, dass du das schon so lange machst, gell? Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Also ich hätte niemals gesagt, dass ich dich irgendwie mal anrufen sollte, aus irgendwelchen Gründen. Was ist jetzt los? Ja, also ich muss sagen, am Montag ist mein Bruder gestorben, also vor ein paar Tagen. Mhm. Und wie alt war der Bruder? 16. 16, was ist passiert? Wir wohnen hier in der Nähe von einem Güterbahnhof. Mhm. Und keine Ahnung, also wir wohnen hier schon seit über 20 Jahren, eigentlich müsste es ja wissen, aber er hatte einen blöden Bekannten gehabt, also mit dem hat er nie was zu tun gehabt eigentlich. Der hat einmal gesagt, ja komm, steig mal halt da mal hoch. Und ja, mein Bruder war vor ihm oben und ist an der Hochspannungsdrossel hängen geblieben. Also nicht direkt dran, sondern an den Lichtbogen, also so 30 Zentimeter von der weg. Und 15.000 Volt abbekommen. Und er hat zum Beispiel Schildhüttenmiede in die Tiefe geworfen. Und ja, er hat es überlebt. Dann noch. Ach, er hat es überlebt? Ja, er hat es überlebt. Er hat, anfänglich. Ja, er hat schwerste Verbrennungen erlitten. Hm. Und ja, das war jetzt vor am 23. Mai war das. Hm. Und ja. Und ist jetzt am Montag verstorben? Ist am Montag verstorben. Der schweren Verletzung, der Verbrennungen? Nee, also eigentlich eher dran, also er war 2 Wochen im Koma und er hat eigentlich alles ganz gut überstanden, hat sogar eine Amputation hinter sich, also einen Halbfuß haben sie ihn amputiert. Und jetzt haben wir halt voll das gute Gefühl gehabt, weil die Ärzte zu uns gesagt haben, dass er es schafft und dass es gut für ihn aussieht und alles Mögliche. Und jetzt am Sonntag hat er eine Lungenentzündung bekommen. Ja. Also die Ärzte haben halt einfach nur Angst gehabt von Infektionen und jetzt ist er am Montag verstorben. Ach, als Folge der Lungenentzündung oder der Infektion? Ganz genau. Ja. Und ich weiß, das ist eigentlich das Thema für morgen, aber ich habe jetzt gedacht eigentlich, dass es für heute ist, der Schuld. Und ich weiß nicht, die geben halt so weit die Schuld, weil wie es halt unter Blutung ist, man streitet oft, man hat sie immer wieder in den Haaren und alles. Und an dem Tag, wo das ihm passiert ist, wollte ich mit einem Kollegen ins Hallenbad, bei uns in der größeren Stadt in der Nähe. Und da hat er mich gefragt, ob er mit darf. Und ja, wie es halt ist, habe ich zu ihm gesagt, ja, nee, weil wir gehen dann auch noch in die Stadt und da kommen wir nun so rein und ja. Also er wollte mit ins Hallenbad, hast du gesagt, nee, komm, wir wollen... Hast du gedacht, dass du mit deinen Leuten alleine sein willst? Und ja, genau. Dann hat er seine Sachen gemacht. Ja. Alexander, ich sag's dir gleich mal so gleich vorneweg. Ich finde, das ist ein ganz normales Verhalten unter Brüdern, auch in dem Alter. Dass man mal sagt, nee, ich habe keinen Bock, ich will alleine gehen mit meinen Freunden oder man nimmt jemanden mit. Ich glaube, dass das ist nicht schlimm, das ist normal. Wie war denn sonst euer Verhältnis miteinander? Ja, wie gesagt, also wie es halt unter Brüdern ist, man hat ja die guten und schlechten Zeiten gehabt, man hat halt das wirklich über den Dreck von der Straße, Entschuldigung, hat man halt gestritten und ja. Aber dann hat es wieder die Zeiten gegeben, wo man halt wieder voll gut auskommt. Ja, also kann man sagen, eigentlich war alles so im grünen Bereich, eine normale Beziehung zwischen zwei Jungs in dem Alter. Ja. Mit Hochs und Tiefs. Und er war ja nun auch in dem schwierigen Alter mit 16. Das ist ja alles noch ein bisschen anders, als wenn man schon 18 ist. Und ja. Ist es dein einziges Geschwister gewesen? Nein, also das war mein kleinster Bruder. Ich habe noch mal einen älteren, aber das ist der Bruder von meinem Vater seiner ersten Ehe. Also quasi Halbbruder, aber ich sehe ihn trotzdem als Bruder. Ja. Und eine ältere Schwester. Ja.
Und ja, jetzt fühle ich mich so halt, als wäre ich der, jetzt bin ich der Jüngste in der Generation und weiß nicht. Er ist nicht mehr aus dem Koma aufgewacht, der Bruder. Ich habe die Chance nicht mehr mit ihm zu reden. Hab ihn nochmal gehabt. Aber ich war halt am Montagmittag war ich bei ihm. Ich habe meinen nur am Abend gehabt und dann sind halt die EKG-Geräte ausgefallen. Also du warst dabei, als er gestorben ist, als es passiert ist. Ja. Warst du alleine von der Familie da oder sonst auch noch jemand? Nee, also meine Eltern waren dabei und meine Schwester, die kommt nicht rein, also das verstehe ich auch irgendwie. Wie gesagt, er war ja in einem, infektfreien oder keimfreien Raum. Da haben wir sich halt davor vorbereiten müssen, bevor wir reingehen. Verstehe. Und meine Schwester hat es halt immer über das Herzbrat, das ist auch klar. Und ich weiß nicht. Ich wollte halt rein und ich bin reingegangen und wo ich drin war, hat mein Vater schon gesagt, dass halt das Gehirn schon kein Sauerstoff mehr kommt, also quasi, dass er schon klinisch tot war. Weil ich bin halt von Anfang an, wo wir ins Krankenhaus gefahren sind, bin ich halt nicht rein gleich, sondern hab immer ein bisschen Zeit gelassen und bin dann rein und dann war es halt schon soweit. Ja, das ist ja auch immer ein schwerer Gang, wenn man dann zu jemandem geht, der so schwer krank ist, dann auch in dieses Zimmer zu gehen. Insofern finde ich das auch noch normal, dass du da ein bisschen gezögert hast. Aber du bist ja dann reingegangen. Darauf kommt es ja an, du warst ja da und du hast ihn noch in den Arm genommen. Das ist auch ganz wichtig. Man weiß es ja nie, was der Mensch noch spürt, wenn er im Sterben liegt. Vielleicht hat das gemerkt und hat sich darüber gefreut, dass sein Bruder da ist. Ja, ich hoffe. Ich wollte einfach nur irgendwie für ihn da sein. Ich weiß ja nicht, ob er es mitbekommen hat, ob er nur Schmerzen gehabt hat, weil ich sag mal, er hat schwerste Verbrennungen gehabt, 46% der Hautbahn verbrannt. Also über den ganzen Rücken, 3. bis 4. Grad Verbrennung. Du hast gerade gesagt, dass er in den letzten Tagen oder Wochen auch noch am Fuß amputiert wurde. Warum? War der Fuß so verbrannt? Ja, weil der letzte Punkt war, wo der Strom rausgegangen ist. Ach so. Ja, da wurde ihm der Fuß verbrannt. Also weiß auch nicht, auf jeden Fall bei der Operation haben sie gemeint, dass der Fuß kalt geworden ist. Dass er halt immer zu retten war. Okay. Aber ich fand jetzt als weniger schlimm, die hätten einfach am liebsten jetzt einfach nur eine Wieder gehabt. So läuft denn der Tag. Weil sie alle so positiv waren, weil die jetzt so noch gesagt haben, dass es gut aussieht. Und das, was sie von uns am Anfang an gesagt haben mit dem Infekt. Und das ist halt immer wieder weniger zum Vordergrund kommen und jetzt am Schluss ist es doch nur dieser Infekt gewesen. Ich habe nochmal eine Frage zu dem Unglück. Er ist nicht direkt an die Hochspannung gekommen, sondern er ist in die Nähe der Hochspannung gekommen. Und das reicht ja schon aus, dass man den Strom abkriegt. Ist er da hochgeklettert oder ist er auf einen Eisenbahnwaggon gestiegen? Oder wie kam das, dass er so in die Nähe der Spannung kam? Also das ist so Ölwagen, also so Ölwagen gewesen, so runde Kessel. Da war ein Aluleiter an der Stirnseite und da ist er einfach ganz einfach hochzuklettern. Also hochklettert und war halt dann der Hocke oben auf dem Ölwagen, wo er sich hochgerafft hat, hat es ihn halt erwischt. Also. Wie viele Leute waren bei ihm, als das passiert ist? Also nochmal drei. Und die haben dann ganz schnell Hilfe geholt? Ja, das ist bei uns in der Nähe vom Jugendzentrum. Also ich wohne direkt neben Jugendzentrum, kann man sagen. Ach so. Das Jugendzentrum ist eigentlich ja altes Gebäude von der Deutschen Bahn. Also und ja, da kam halt alles, ist alles eigentlich blöd gelegen. Da gibt es keinen Hof, wo die Jugendlichen rumtollen oder wo sie halt rumstehen können oder so, weil da geht man direkt auf Straße und der Hof, wo sie ein bisschen rumstehen können, ohne dass der Verkehr kommt, ist eigentlich. Aber es kam dann gleich Hilfe. Es dauerte ja nicht mehr zu lange, Es kam sofort von den Jutze-Leuten, Jugendzentrum-Leuten kam ganz schnell Hilfe. Die haben auch gleich sich um meine Eltern gekümmert, weil die gleich vor Ort waren. Weil, wie gesagt, wir wohnen ja vor Ort, die sind gleich rübergerannt, haben meine Eltern aus dem Bett geholt. Stichwort deine Eltern, wie nehmen die das Unglück jetzt auf? Wie ist die Stimmung zu Hause? Also ich sag mal, die ist gedrückt und man kriegt halt immer, weil wir nicht unbekannt in unserer Stadt sind,
weil mein Vater ein Taxiunternehmen hat und eigentlich sehr bekannt sind, kommen auch viele Leute, mit denen wir auch weniger zu tun haben, also nicht nur Verwandtschaft, sondern auch Freunde von der Familie und Bekannte, kommen viele her und das Thema lässt sich einfach nicht verdauen, weil es kommt immer wieder hoch und meine Eltern können also nicht so im Sinne in der Tat richtig allein sein. Und wann wird denn die Beerdigung sein? Die ist wahrscheinlich nächste Woche Dienstag. Oder ist nächste Woche Dienstag und da hast du da große Angst vor? Eigentlich weniger. Also die größte Angst ist eigentlich so weit rum, weil ich ihm ja beim Sterben zugesehen habe. Und irgendwie normalerweise meine Mutter verlangt von mir, dass ich ihn nochmal anschaue, aber das wäre am Samstag, aber ich weiß es nicht, ob ich es machen soll. Weil sie meinen, in Zukunft können sie das besser verarbeiten. Ja, finde ich immer eine schwierige Frage, Alexander. Ich meine, du hast recht, ich finde, dass du recht hast. Du hast ihn ja nun beim Sterben und in den Tod begleitet. Das heißt, du hast ihn ja gesehen. Wenn du ihn nicht nochmal sehen möchtest, wie deine Mutter das vorschlägt, dann würde ich es auch nicht machen. Entscheide da wirklich so ganz nach deinem Gefühl und lass dich nicht leiten von außen. Vielleicht war das dein Abschied und das war's dann. Und dann ist es auch gut und dann brauchst du auch nicht nochmal zu ihm zu gehen. Aber das musst du mit deinem Herzen entscheiden, vielleicht kurzfristig, kurz vorher. Ja, aber ich denke mal, das ist halt der letzte Moment, wo ich ihn sehen kann. Und wenn andere ihn sehen und wenn ich ihn sehe, also viele Leute denken ja, dass ich nicht dabei war, wo er gestorben ist. Das sind ja viele Leute nicht. Und wenn ich jetzt da nicht dabei bin, dass Leute... Ich will nicht, nein, also es geht nur um die anderen Leute, dass die drüber denken, aber es ist halt ruhig. Du weißt ja, die anderen Leute spielen gar keine Rolle. Es geht um dich. Wenn du das für richtig hältst, dann mach es. Und wenn du es nicht für richtig hältst, dann mach es nicht. Das finde ich beides legitim. Ja. Und nochmal ein Satz zur Schuld. Aber ich sage es dir wirklich aus ganz voller Überzeugung. Ich würde es sonst nicht sagen. Ja. Ich glaube, dass du da überhaupt keine Schuld dran trägst. Und dass es dir leid tut, natürlich, das ist doch auch normal, dass es dir leid tut im Nachhinein, dass du ihn nicht mitgenommen hast. Aber wie ich es vorhin auch schon sagte, das ist so etwas von normal zwischen Brüdern in einer Familie, dass der eine immer sagt, nee, habe ich heute keinen Bock, ich will alleine mit meinen Freunden und so weiter. Das ist nicht schlimm. Und du hättest dadurch das Unglück auch nicht verhindert. Das ist eine Schicksalsentwicklung gewesen, die dahin gelaufen ist. Das ist halt wieder so was, weil ich denke dann an Schicksal, weil viele Leute sagen zu mir, dass es Schicksal ist, aber ich glaube dann nicht dran. Es war die Handlung von meinem Bruder und keine Bestimmung von irgendwem. Gut, vielleicht keine Bestimmung von oben, aber es hat dann seine Zwangsläufigkeit gehabt, dass es dahin geführt hat. Wo auch immer her das rühren mag, aber dein Verhalten steht da in keinem Zusammenhang. Dass es dir leid tut, wie gesagt, das kann ich verstehen. Aber ein Schuldproblem sehe ich da überhaupt gar nicht. Ja, mir tut es nur sehr, sehr, sehr leid für dich und eure Familie und natürlich auch für deinen Bruder. Es ist ein furchtbar grauenhafter Unfall und dann gar nicht auszudrückender Schmerz, den man da empfindet als Angehöriger. Das ist mir klar. Natürlich. Also es war noch ein Grund, warum ich dich anrufe, weil ich ein bisschen darauf appellieren will, weil ich sag mal, wie will man das über Tageszeitungen oder so erreichen? Bei uns kommt einmal die Anzeige da, Jugendliche überlebt 15.000 Volt oder sowas, aber dann ist es wieder vergessen. Ich wollte ein bisschen auch darauf appellieren, wegen, dass es halt möglich ist und dass man halt dann nicht so leicht drum umgehen muss. Also das war noch ein Grund, sage ich mal. Ja, das finde ich auch sehr nett von dir, auch sehr richtig, dass du das, dass das auch eine Motivation ist, dir anzurufen. Ja. Lieber Alexander, ich meine... Ja? Ich wollte dich bitten, gleich aufzulegen und dann aber parat zu sein, dann würde dich meine Psychologin nochmal anrufen. Dann ist auch noch mehr Zeit zum Reden. Okay. Hast du denn Leute, mit denen du so im Moment auch über deine Traurigkeit sprechen kannst? Ich sage mal so, also mein Freundeskreis oder meine Clique oder meine Bekannten, die probieren mich so weit abzulenken und ich sage mal, sie wollen auch nicht sagen zu mir mein Beileid oder so, sondern sie probieren das ein bisschen nicht um den Teppich zu kehren, aber ein bisschen Alltag wieder reinzubringen, dass ich ein bisschen vergiss, also dass ich ein bisschen ablenkt bin, das ist das bessere Wort dafür. Das finde ich auch in Ordnung, aber ich finde fänd auch in Ordnung, wenn du vielleicht mit einem ganz nahen Freund oder einem ganz nahen Vertrauten, dass du da auch dein Herz öffnest. Und wenn dir zum Weinen zumute ist, dann wein auch. Das ist alles wichtig und auch nötig jetzt in dieser Zeit. Ja, das ist mir ja nicht peinlich so, sondern ich habe
die Zeiten, also die zwei Wochen, wo er in Koma lag, also die ersten drei Tage, die waren so schlimm, weil die hat uns alles gesagt, was sein kann und wussten halt selber nicht weiter und das war eigentlich das Schlimmste, wie es ist. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt als besser empfinden sollte, damit er jetzt von uns gegangen ist, weil ich kenne meinen Bruder, er regt sich jede Kleinigkeit an seinem Körper auf, wenn da ein Pickel ist oder sonst was. Und wenn jetzt sowas gewesen wäre, dass es seine Entscheidung auch war, dass er nicht mehr weiterleben kann. Vielleicht, ja, das kann durchaus sein, ja. Das glaube ich auch. Das glaube ich. Lieber Alexander, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von Anja zurückgerufen. Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Kraft. Ganz viel Kraft und alles Liebe und alles Gute. Auf Wiederhören, Alexander. Ja, wiederhören. Tschüss. Hier ist Jutta. Jutta ist 46. Guten Morgen, Jutta. Ja, guten Morgen, Domian. Also erstmal muss ich genau wie mein Vorgänger sagen, dass ich es unheimlich toll finde, dass du so eine Sendung machst und dass du dich der Probleme der Leute, die dich anrufen, annimmst und versuchst, sie auf den richtigen Weg zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr nett. Um was geht's denn bei dir, Jutta? Ja, also ich denke, mein Problem kann man auch unter das Motto Schuld stellen. Und zwar habe ich durch mein Verhalten meine Freunde und auch meine Tochter zum Teil verloren. Und zwar hat das bei mir angefangen mit, also ich war sehr krank. Ich habe eine Krebserkrankung an der Wirbelsäule gehabt. Das ist aber erst dadurch aufgefallen. Ich bin Krankenschwester von Beruf, dass ich im Bereitschaftsdienst gestürzt bin. Da ist die Bandscheibe zerrissen. Dann musste man das operieren, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und dann hat man gemerkt, dass die Ursache war ein Tumor. Dann habe ich aufgrund dieser Chemotherapie, die ich daraufhin erhalten habe, einen hohen Blutdruck bekommen. Das hat dann einen Schlaganfall ausgelöst. Und dann war ich in der Reha und ich habe dann noch ziemlich hochdosiert Schmerzmittel genommen und konnte schlecht schlafen und habe dann natürlich, habe ich Schlafmittel bekommen, dann habe ich Beruhigungsmittel bekommen und dann bin ich ab und zu eben auch mit anderen Reha-Patienten abends weggegangen, wir haben was getrunken. Und irgendwann war ich völlig neben der Spur. Also ich denke, ich habe das Zeug oder die Tabletten dann einfach zu hochdosiert genommen. Und auch noch zu viel getrunken? Nein, dabei habe ich eigentlich dann nicht so viel getrunken. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, ist einer von den Freunden auf mich zugekommen und hat gesagt, also es wäre wirklich so, dass ich verlangsamt wäre und dass man sich mit mir gar nicht mehr richtig unterhalten könnte. Und ich selber habe das gar nicht wahrgenommen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich die Tabletten einfach absetzen. Das habe ich dann auch nach und nach selber gemacht, also ohne in die Entziehung zu gehen oder irgendwas. Aber ich habe natürlich dann, weil ich die sehr hochdosiert genommen habe, auch einen Entzug durchgemacht zu Hause und habe versucht, dann diesen Entzug auf eine gewisse Art und Weise mit Alkohol zu kompensieren. Und dann kam dazu, dass ich mich sehr alleine gefühlt habe. Ich bin geschieden, meine Tochter ist inzwischen 18. Ja. Und hat auch nicht... Wie alt war deine Tochter, als das alles so vorgefallen ist, was du gerade beschrieben hast? Ja, das ist jetzt so ungefähr 3 Jahre her, aber der Höhepunkt war eigentlich jetzt so, würde ich sagen, Anfang des Jahres. Das heißt, du hast starke Schmerzmittel und Tabletten genommen in einer hohen Dosierung, wolltest dann davon runterkommen, dann kam der Alkohol ins Spiel. Wie ging es dann weiter bis jetzt zu diesem Höhepunkt? Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe dann, die Tabletten hatte ich dann abgesetzt, dann bin ich auch in ein Krankenhaus gegangen, in dem war ich 3 Monate. Danach bin ich nochmal in der Reha gewesen. Hat sich das mit dem Alkohol dann gesteigert? Gesteigert würde ich nicht sagen, aber es war so, also wenn ich jetzt das versuche objektiv zu sehen, habe ich sicherlich 1 Liter Wein am Tag getrunken und ich würde sagen, vielleicht 100 Milliliter hochprozentigen Alkohol. Und das war einfach viel zu viel. Ja, allerdings. Was war jetzt der Höhepunkt vor kurzem? Was war der Höhepunkt? Dass ich dann, meine Tochter hat mich bis dahin immer so alle 14 Tage besucht. Sie lebt bei ihrem Vater und war immer alle 14 Tage am Wochenende bei mir. Und wir sind dann zusammen essen gewesen. Und ich weiß nicht, was ich da
gedacht habe oder warum ich das gemacht habe. Jedenfalls habe ich da an dem Abend schon 2 Karaffen Wein getrunken und ich weiß es nicht mehr, wie viel Uso. Vielleicht 10, also vielleicht 8. Es war jedenfalls zu viel. Ich bin daraufhin auch Auto gefahren. Ich bin mit ihr nach Hause gefahren und habe mich dann wohl ins Bett gelegt und dann muss mir fürchterlich schlecht geworden sein. Also ich kann mich an diesen Abend einfach überhaupt nicht mehr erinnern. Aber was war denn jetzt der Höhepunkt? Das war eigentlich so der Höhepunkt. Das war der Höhepunkt, dass du, das heißt, du hast im Moment immer noch das Alkoholproblem? Nein. Wann war das genau, dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Essen und mit der Tochter und dann nach Hause fahren? Wann war das? Das war im März. Im März. Bis dahin hattest du offensichtlich dann ein großes Alkoholproblem. Ja, das. Und heute nicht mehr? Nein, also ich habe dann mit dem Neurologen, der mich betreut, gesprochen und der meinte, ich wäre eigentlich kein Suchtmensch. Trinkst du heute gar keinen Alkohol mehr? Nein, das würde ich nicht so sagen. Also ich trinke zum Beispiel am Wochenende, wenn ich mit einem Bekannten essen gehe, ein Glas Wein, aber ich trinke sonst nicht. Nimmst du noch Tabletten ein? Nein. Nee. Wie lange ist deine Tochter jetzt schon weg von dir? Ja, also 2 Jahre dann ungefähr, oder? An dem Abend hat sie dann meine Freundin in ihrer Verzweiflung angerufen, weil sie auch Angst hatte, dass ich da vielleicht sterben könnte oder an meinem Erbrochenen ersticken oder was auch immer. Die ist dann gekommen und die hat meine Tochter dann am nächsten Tag zur Bahn gebracht. Wie lange, sag mal erst, sonst vergessen wir die Frage, wie lange ist die Tochter weg von dir? Seit dem Zeitpunkt. Wir haben uns zwar... Nee, innerhalb ungefähr wie viel, jetzt 2 Jahre oder wie? Nein, also das war jetzt in diesem Jahr... Ach so, ich dachte, die wäre schon vorher weggegangen von dir. Nein, also, sie war vorher nie bei mir, weil sie bei dem Vater gelebt hat. Ach so, sie war nie bei dir vorher. Ich verstehe. Ja, weil du vorhin am Anfang gesagt hast, du hättest deine Tochter verloren, eventuell durch dein Verhalten. Ja, das war missverständlich. Ich hatte vorher ein unheimlich gutes Verhältnis zu ihr und sie hat mich sehr geliebt und auch sehr an mir gehangen. Und ich hab, ist das denn jetzt durch diesen gerade von dir beschriebenen Vorfall gänzlich kaputt gegangen, das Verhältnis? Nein, ganz nicht. Aber das war für sie schon sehr schlimm, dass sie dich nochmal so erleben muss. Wie ist das denn überhaupt mit deiner, ist die Krankheit denn im Griff und besiegt? Also ich bin von dem Krebs befreit. Also ich war jetzt gerade erst im CT, da sind keine Tumor, also es ist kein neuer Tumor da, es sind keine Metastasen da. Das ist alles in Ordnung. Aber dass die anderen psychischen, seelischen Probleme, die sind geblieben. Ja, das denke ich schon. Das kann man so sagen. Wenn das im März so eklatant war, dann wird das jetzt nicht alles wie weggezaubert sein. Nee, eben. Und dass ich mich eben einsam fühle oder gern einen Partner hätte, das ist immer noch da. Du bist aber nicht in einer therapeutischen Betreuung, psychotherapeutischen Betreuung. Nein, oder nur halb. Also ich gehe alle 14 Tage zu einem Neurologen und Psychologen, also ein Arzt hier im Ort. Ja, das ist aber keine Psychotherapie, die dort mit dir gemacht wird. Nein, nee. So kann man das nicht sagen. Also wir sprechen eine Stunde miteinander und er guckt auch immer, wie es ist. Und er nimmt natürlich auch zwischendurch Blut ab, um einfach zu sehen, wie sind die Leberwerte. Verstehe. Weil die waren natürlich dann auch nicht toll. Dennoch würde ich das in dem Fall nach diesen doch dramatischen Zeiten, die hinter dir liegen, und auch diese Anfälligkeit für den Alkohol und für die ganzen Medikamente, würde ich das dringend empfehlen, Jutta. Dringend. Zudem, wenn du sagst, dass du dich auch so, dass du dich einsam fühlst und etwas traurig, vielleicht oft das bist du melancholisch und da müsste man aber ganz grundlegend psychologisch rangehen, finde ich. Denn die Gefahr, glaube ich, ich will es nicht beschreien, aber dass wieder so etwas passieren kann wie neulich da mit deiner Tochter, ist sicherlich nicht gänzlich ausgeräumt. Nee, also. Und wenn du ein Alkoholproblem hattest, würde ich auch für die Radikalkur plädieren, nämlich gänzlich die Finger vom Alkohol zu lassen und nicht nur am Wochenende mal ein Glas oder noch ein Glas zu trinken. Aber das sind natürlich alles Dinge, die du dann in einer Therapie dann mit einem Psychologen besprechen müsstest und abstimmen müsstest. Ich würde es dir dringend raten, für dich, für dein Leben. Du hast das große Glück, dass du deinen Krebs besiegt hast. Ein gigantisches Glück. Jetzt mach dich nicht durch deine Verhaltensweisen, mach dich und deinen Körper und deine Psyche nicht kaputt. Sondern sei froh, dass du lebst und mach das Beste und Schönste aus deinem Leben.
Das kannst du aber auch nur, wenn du frei bist, frei auch von dieser seelischen Belastung. Ja. Und du bist Krankenschwester, in dir muss man überhaupt gar nichts erklären und sagen, was geschehen kann und wohin alles führt. Das weißt du. Nee, also wenn mir jemand während meiner Ausbildung oder in den Jahren davor gesagt hätte, dass ich mal an den Punkt kommen würde, wo ich Patienten auf Intensiv eben in diesem Zustand betreut habe oder im Entzug, das hätte ich nicht geglaubt. Ich möchte dir jetzt eine ganz spezielle Beratung angedeihen lassen durch meine Psychologin für deinen Fall, was du am besten tun könntest, welche Art der Psychotherapie, wie du es angehst und so weiter. Das heißt, meine Psychologin Anja ruft dich gleich an. Ja. Und ich wünsche es dir von Herzen, dass du es schaffst. Und du musst es, ich sage das ja immer, du musst es für dich erstmal entscheiden, dass du es willst. Wenn du es nicht entschieden hast, funktioniert sowas nie. Und da musst du es versuchen, da musst du es angehen. Das kann auch sein, dass es erstmal kompliziert ist. Auch das Suchen eines, das Finden eines Psychologen ist immer sehr schwierig. Aber nur wenn du es versuchst, kannst du auch gewinnen. Sonst gewinnst du nicht. Jetzt gehst du unter. Und du bist schon durch Tiefen gegangen. Das habe ich gerade schon erahnt. In den letzten Jahren. Ja, das ist wohl so. Das stimmt. Ja. Liebe Jutta, ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Okay. Von Herzen alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen machen wir das Thema, was wir gestern nicht gemacht haben. Morgen machen wir das Thema Schuld. Morgen ist Thementag und das Thema heißt Schuld. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich schuldig gemacht haben. Vielleicht sogar arg schuldig gemacht haben. Und einfach mit diesen Schuldgefühlen, mit diesen Gewissenskonflikten nicht zurechtkommen, nicht leben können. Vielleicht ist es etwas, was euch schon über Jahre oder Jahrzehnte unter Umständen verfolgt. Vielleicht ist es aber auch ganz frisch. Und ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Ich würde auch gerne mit Leuten sprechen, die auch eine Schuld tragen, die auch vielleicht große Gewissenskonflikte einmal hatten, Gewissensbisse hatten, aber die einen Weg gefunden haben, damit zu leben. Das fände ich sehr interessant, wenn ihr mir das erzählen würdet, wie ihr das geschafft habt. Also unser Thema morgen heißt Schuld und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr und um 1 beginnt die Sendung. Während der Sendung könnt ihr natürlich auch anrufen, aber gerne vorher und auch gerne mailen domian@wdr.de, Thema Schuld morgen Nacht. Marco, 19 Jahre, guten Morgen Marco. Ja, hallo. Marco, grüße dich, schön, dass du da bist. Ja, und zwar, ich habe ein kleines Problem mit einem Kollegen. Und zwar ist es ungefähr vor einem Jahr angefangen. Wir haben Führerschein zusammen gemacht. Und ja, wir haben dann halt ein kleines Hobby genommen und halt Wagenprobe gefahren. Also halt eine Probefahrt gemacht. Ja. Halt mit verschiedenen Autos, mit verschiedenen Modellen und also bei verschiedenen Autohändlern seid ihr hingegangen und habt gesagt, wir würden gerne mal eine Probefahrt machen. Genau, insgesamt 81. 81? 81 genau. Probefahrten? Ja, ich gehe mal davon aus, schließe ich scharf, dass es euch weniger um einen eventuellen Autokauf ging, sondern einfach um die Probefahrten. Ja, genau. Oh, ja, und jetzt hat sich das halt so weit hochgeschaukelt, dass wir jetzt, mein Kollege und ich, uns Autos mieten, weil wir halt bei uns in der Stadt gar keine Autos mehr probefahren können, weil wir alle Autohäuser durch haben. Ist mir klar, ja. Und ja, es geht jetzt zu den großen Autovermietern und mietet euch Autos. Genau. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr die bezahlt, ordentlich. Die bezahlen wir, nur wir haben halt jetzt finanzielle Probleme dadurch schon. Ja. Also mein Kollege hat 12.000 Euro Schulden deswegen schon. 12.000 Euro Schulden? Ja. Aufgrund von geliehenen Autos? Ja, dieses Jahr, ja. Wie ist denn das möglich? Ja, hat sich also hochgeschaukelt. Man hat die Möglichkeit ja auszuwählen, welche Modelle man hat und ja, wir haben es. Aber um auf die Summe 12.000 zu kommen, ich weiß ja gar nicht, wie was für Autos ihr da mietet und wie lange ihr die mieten müsst. Ja, so Oberklasse pro Tag mit Versicherung sind wir ja schon bei 500 Euro. Ja, wenn ihr so tageweise die mietet, schon, ja. Ja, und ja, das kommt halt spontan. Und dein Kumpel ist natürlich auch 19, so wie du? Ja, genau, 19, ja, er wird ja 20. Okay, und ihr mietet dann immer die allerfettesten Schlitten? Genau. S-Klasse, 7er BMW, Jaguar, ja, genau. Geländewagen und so weiter. Jo. Und die geben euch immer noch die Autos? Ja, solange wir die ja bezahlen. Gut, wie gesagt, bei den Autohäusern kriegen wir gar nichts mehr.
Klar, die kennen euch mittlerweile schon und die sehen in euch keine zukünftigen Kunden. Genau, und bei einem haben wir sowieso ein kleines Problem, weil wir vor circa 2 Wochen da auch noch einen Unfall mit hatten, beziehungsweise ich. Mhm. Und bin ich vom Baum gefahren. Oh, zu schnell gerast. Nee, nicht gerast, wegen einem Reh. Ach so. Ja. Aber da ist man da, glaube ich, die sind doch voll kaskoversichert, wenn die ausgeliehen werden. Ja, auch mit 1.100 Euro Selbstverteidigung. Ah, verstehe. So, der Kumpel, dein Freund, hat 12.000, ne? Sagt sogar 12.000. Ja, gute 12.000 Euro. Jetzt. Warum nur der und du nicht? Ja, ich habe ja 9.000 Euro. Ach, du hast 9.000? Ja, ja. Ist mir Wahnsinn. Das sind ja dann über 20.000 Euro Schulden in einem knappen Jahr, nicht mal in einem knappen Jahr. Ja, das ist jetzt halt zusammengerechnet, haben wir das mal, dass das nicht mal normal ist. Auch wegen Sprit, das ist ja, muss man ja auch selbst alles tragen. Ja. Ich bin immer noch über diese Zahl so erstaunt, dass man so schnell auf so eine hohe Zahl kommt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr, dass auch du nicht viel Kohle so vorher auf der hohen Kante hattest. Nee. Was machst du beruflich? Einzelhandelskaufmann. Und deinen Freund? Das Koch. So, dieses Geld habt ihr euch jetzt von eurer Bank, ist das ein Überziehungskredit oder was ist das? Das ist angefangen bei mir, mit meinem Dispo. Mhm. 500 Euro, gut, die waren innerhalb von einem Tag dann durch. Mhm. Und dann gibt es ja so andere Kreditunternehmen. Mhm. Da sind wir auch noch dann familiär halt Sparverträge angebrochen. Ja, und jetzt haben wir halt die ganzen Ersparnisse, die halt mal erspart worden sind, auch von den Großeltern aufgebraucht. Von den Großeltern auch noch aufgebraucht? Die haben ja, euch da. Also die für uns gespart hatten, die hatten. Ach so. Beziehungsweise für mich, die hatten dann eine Sache angelegt und ja. Also die Ersparnisse sind weg und trotzdem hast du, jetzt reden wir von dir, 9.000 ja. Euro Schulden. 9.000 Euro, ja. Mensch Marco, das ist aber dann schon nicht mehr 11:55, sondern schon 10:30. Ja. Das heißt, da hilft dann nur noch die radikale Notbremse. Ja. Ja, ich habe auch schon gesagt, das ist, es ist angefangen aus Spaß und er ist schon, wie sage ich jetzt mal, wie eine Sucht. Also ich kann das verstehen, dass man Bock hat, gerade auch wenn man gerade einen Führerschein gemacht hat, mal Autos zu fahren, die man in dem Alter in der Regel nicht fahren kann, wenn man nicht gerade Millionäre als Eltern hat. Ja. Kann ich verstehen. Ich bin auch sehr autointeressiert und kann auch den Spaß nachvollziehen, halt mit so einem fetten Schlitten zu fahren. Ja. Aber im Moment seid ihr ja schön dabei, eure nächsten Jahre kaputt zu machen, nämlich mit dieser Schuldenlast. Genau, das ist das Problem. Und deshalb gibt es ja gar keine Diskussion, sondern sofort Schluss damit. Ja. Und ich hoffe nicht, dass du jetzt zu mir sagst, ich kann das aber nicht. Nee, ich habe auch schon mit meinem Kollegen zusammen gesagt, weil es halt wirklich suchtartig ist. Ja. Wir haben wirklich, dass wir nachts um 1:30 oder um 2:30 sagen, Nacht ist gerade erst angefangen, wir mieten uns jetzt einen Wagen. Mhm. Und da gibt es ja diese Notrufnummern. Mhm. Und dann kriegt man für teures Geld ein Auto hingestellt. Was habt ihr denn immer gemacht, wenn ihr dann so ein fettes Auto hattet? Dumm durch die Gegend fahren. Einfach nur rumgefahren? Ja, wir können angeben und einfach mal stumpf einmal nach Hamburg gefahren und zurück. Immer so die in der Illusion, das könnte jetzt unser Auto sein und ja, genau. Wie fett wir uns vorkommen, ne, wenn wir mit dem Auto fahren. Ja, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. Absolut, ne? Müssen wir nicht so diskutieren. Nee, das haben wir da. Also ich hab's eingesehen und ich habe auch schon mir so ein paar Informationen eingeholt gehabt bei uns in der Stadt. Das war da irgendwie psychologische Hilfe, also irgendwas, das war da auch. Ja, und ich würde auf jeden Fall an eurer Stelle auch zu einer Schuldenberatung gehen. Ja. Damit ihr euch mal klug beraten, wie ihr jetzt gut von diesen Schulden runterkommt. Und das würde ich mir an deiner Stelle jetzt als oberstes Ziel setzen, das zu erreichen, dass du wieder schuldenfrei wirst. Ja. Das wird eine Weile dauern, aber das ist erreichbar, das ist machbar. Dann kannst du das Ganze abbuchen als einen dummen Jungenfehler. Ja. Es ist ja alles noch gut gegangen. Es ist ja niemand zu Schaden gekommen und kein Unfall passiert und hätte ja alles irgendwie noch schlimmer enden können. Ja, klar. So habt ihr einfach jetzt ein blaues Auge mit den Schulden. Das schafft ihr aber, wenn ihr das wollt. Und dann in ein paar Jahren, wenn ihr wieder ein bisschen Geld übrig ist, dann könnt ihr euch ja nochmal ein schickes Auto leisten fürs Wochenende oder so. Ja, da genau. Gibt's dann immer Sondertarife und dann ist es auch nicht so ganz so teuer. Ja, da habe ich auch schon von gehört. Ja, ja. Marco, ich würde dir gerne noch von meiner Psychologin Telefonnummer, Schuldnerberatung und sowas geben. Ja. Und solltest du auch noch irgendwie so ein bisschen Psychohilfe brauchen, kannst du da gerne auch noch eine Beratungsstelle von uns kriegen. Ja? Das wäre super. Bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Alles klar. Darf ich schnell noch jemanden grüßen? Ganz schnell.
Erik Feldmann und Rainer Sauer. Okay. Rainer Sauer, Erik Feldmann. Marco, wir melden uns. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist die Brigitte. Brigitte? Nee, das war nicht Brigitte. Das war mein Fehler. Hier ist Brigitte, 57. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Brigitte. Was ist dein Thema, Brigitte? Ja, mein Thema ist folgendes. Mein Mann ist sehr krank. Er hat ein Kunstherz seit voriges Jahr September. Mhm. Und damit lebt es sich mehr schlecht als recht, sag ich mal. Was ist genau ein Kunstherz? Also ein Kunstherz ist ein Gerät, was, also es ist kein Herzschrittmacher, sondern es ist ein Gerät, was praktisch das Herz ersetzt. Das Herz bleibt noch im Körper, das eigene Herz. Ja, und das Gerät steht neben dem Körper? Nein, das ist im Körper drin. Ach so, es ist im Körper drin. Ja, aber es, man hat quasi ein Kabel aus dem Bauch raus. Mhm. Und mit diesem Kabel hängt mein Mann also ständig an einer Stromquelle. Mhm. Das ist ein großes Gerät, was auch sehr laut ist, was wir also im Schlafzimmer stehen haben. Mhm. Und wenn er mal gut drauf ist und mal raus kann oder wir müssen zum Arzt, dann hat er Akkus, die er dann mitnehmen muss. Mhm. Die hat er wie so ein Pistolenhalfter, wo er zwei so Akkus drin trägt und die halten dann jeweils 4 Stunden. Also alles sehr beschwerlich. Sehr beschwerlich. Mhm. Duschen ist ganz, ganz beschwerlich, weil diese ganze Sache nicht nass werden darf. Mhm. Und das kann er gar nicht alleine. Also da muss man ständig bei sein und versuchen, dieses Gerät trocken zu halten. Mhm. Und Kann er das Haus oder die Wohnung verlassen? Ja, das kann er schon, wenn er gut Luft bekommt, weil wir auf der ersten Etage wohnen. Mhm. Und er hat also jetzt im Moment liegt er wieder in der Klinik, die 350 Kilometer von uns entfernt ist. Das ist natürlich unangenehm. Ja, das ist sehr unangenehm, ja. Ja, weil er halt auch so Luftnot hatte. Er kriegt trotz Sauerstoff, was wir auch hier zu Hause haben, keine Luft mehr. Mhm. Und ist drum stationär da jetzt wieder aufgenommen worden. Ich hoffe, dass er bald wieder nach Hause kommt. Aber du sagst, er hat seit September 2007 dieses Kunstherz. Ja, genau. Heißt das, dass er auf eine Transplantation wartet? Ja, er hat im vorigen Jahr in dieser Klinik gelegen, um auf ein Spenderherz zu warten. Und dann wurde es dramatisch schlecht mit ihm. Mhm. Und dann hat man praktisch aus der Not heraus eben dieses Kunstherz eingesetzt. Das war so gar nicht geplant. Er sollte 8 Tage dahin, um Voruntersuchungen zu machen. Und aus diesen 8 Tagen sind dann 6 Monate geworden. Oh, war ja. Und er würde ohne das Kunstherz gar nicht mehr leben können? Nein. Nee, das geht nicht. Seine Uhr war abgelaufen an dem Tag. Mhm. Wie ist denn seine seelische Verfassung? Ich stelle mir das sehr zehrend vor. Ja, also er liegt sehr viel im Bett und starrt wirklich nur an die Decke. Mhm. Und verspricht mir dann jedes Mal, ja, morgen früh stehe ich auch mit dir auf, weil er soll eigentlich aufstehen, er soll sich ein bisschen bewegen. Aber er hat da einfach keine Motivation zu. Mhm. Ist das Ganze auch mit Schmerzen verbunden oder einfach mit einem großen Gefühl der Schlappheit? Und also Schmerzen hat er wohl nicht. Es ist, wenn, dann ist diese Luftnot einfach, die sehr schlimm für ihn ist. Mhm. Weil der Herz und Lunge, das hängt ja unmittelbar zusammen. Ja, ja, ja. Und wenn die Lunge nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, dann hat er halt wirklich eine schlimme, schlimme Luftnot. Er sitzt dann aufrecht auf der Bettkante und hat dieses Sauerstoffgerät auf der Nase und japst trotz allem nach Luft. Ne? Hm. War er denn vorher schon längere Zeit herzkrank gewesen? Also er war nie krank und hat vor 3 Jahren eine verschleppte Grippe gehabt. Ach so. Und danach hatte er eine Herzmuskelentzündung und die hat das Ganze ausgelöst. Das heißt, eigentlich war das Herz gesund früher und durch diese verschleppte Grippe. Ja. Hm. Und er ist Handwerker. Mhm. Und ich meine immer für einen Handwerker ist sowas viel schlimmer wie für einen Büromenschen zum Beispiel. Wenn er ganz still dann sitzen muss und sich nicht bewegen kann. Wie alt ist er eigentlich? 59. 59. Ja. Mhm. Und sagen wir mal, wir haben 2 Söhne und da hat er so kleinere handwerkliche Sachen immer gemacht, wenn die umgezogen sind oder irgendwie was Neues bekommen haben. Und jetzt ist es genau andersrum. Mhm. Jetzt müssen die zu uns kommen. Ja. Und es ist für ihn sehr schwer, sich anzugucken, wie die hier sagen wir mal, seine Arbeiten verrichten. Steht er denn aufgrund der dramatischen Situation, in der er sich befindet im Moment, nicht ganz oben auf der Liste? Hohe Priorität? Das ist irgendwie so ein Irrtum. Es gibt kein ganz oben. Es stehen ganz viele Menschen ganz oben. Ach so.
Es gibt nicht eine erste Stelle, weil so ein Herz, da werden ja ganz spezielle Feinuntersuchungen gemacht. Und die sind schon heute, wenn die transplantiert werden, so, dass sie auch im Allgemeinen sehr gut verträglich sind, also keine Abstoßungen passieren. Aber dadurch muss man halt entsprechend lange warten. Und es stehen viele Menschen auf einer Station und eben für denjenigen, wo das Herz passt und wo es halt auch natürlich sehr dringend ist, der bekommt das Herz. Wieder mal ein Beispiel, dass man ja nicht müde werden sollte, sich einen Organspendeausweis zu besorgen. Ich glaube, dass wir alle noch viel zu leichtfertig mit diesem Thema umgehen. Ja. Es ist gar kein Problem, sich das Ding irgendwie aus dem Internet zum Beispiel runterzuladen. Ja. Oder sieht doch in jeder Arztpraxis aus. Genau, im Gesundheitsamt. Ja. Ich glaube, in Apotheken kann man es auch bekommen, ja, genau. In den einen oder anderen. Da in der Klinik, in der mein Mann jetzt liegt, da hängen überall so Plakate, da ist ein Engelchen drauf. Und dann steht da drüber, im Himmel brauchst du dein Herz nicht mehr. Ich finde, das ist wirklich so. Also, das sehe ich genauso, ja. Ja, also die Leute, die also als Spender zur Verfügung, die als Spender in Frage kommen, die werden wirklich auf Herz und Nieren, sag ich mal, untersucht, ob sie wirklich tot sind. Denn das ist ja die Angst, die meisten haben. Ja, aber ich bin da auch so überzeugt von, aufgrund der vielen Berichte im Fernsehen, die ich gesehen habe, dass da kein Schindluder, kein Missbrauch betrieben wird. Das glaube ich auch. Und man kann so viel Gutes damit bewirken. Ja. Ich finde ja auch die Lösung in Österreich sehr gut, dass per se alle Organspender sind, nur die, die das nicht möchten, die müssen dann einen Ausweis quasi bei sich haben, dass sie das nicht möchten. Ja. Das finde ich sehr gut. Also ich habe kürzlich mal gelesen, dass es den Vorschlag gibt, dass nur jemand ein Organ bekommt, der auch selber einen Organspenderausweis hat. Mhm. Und zwar nicht erst in dem Moment, in dem er krank geworden ist, sondern nachweislich schon länger. Mhm. Das finde ich auch eine sehr gute Lösung. Mhm. Obwohl ich dazu sagen muss, wir hatten auch keine. Aber ich denke mal, wenn man so eine, sagen wir mal, so die Pistole auf die Brust gesetzt bekäme, würde man sich das, glaube ich, auch überlegen. Ja, ja. Ich habe heute einen. Ob man von mir noch was brauchen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe jedenfalls einen. Jetzt ist die Situation doch so, Brigitte, dass ihr auch eigentlich ständig auch mit dem Tod konfrontiert seid. Ja. Das heißt, das kann man nicht zur Seite schieben. Gar nicht. Sprichst du mit deinem Mann darüber? Ja. Also ich komme sehr, sehr schwer damit zurecht, dass er so krank ist. Ich habe sehr große Angst vorm Alleinsein. Habe mir auch schon relativ früh, als er so krank wurde, psychologische Hilfe geholt. Aber das ist halt ein Fall, das sagt meine Psychologin auch immer zu mir, den kann man nicht üben. Man kann nicht ausprobieren, wie man denn damit klarkommen wird. Und sicher, es gibt natürlich die Fälle, wo jemand urplötzlich verstirbt und die haben keine Möglichkeit, sich dann darüber Gedanken zu machen. Man weiß nicht, was besser ist, ob man sich darauf vorbereiten kann oder soll oder nicht. Ja, ich finde es schon, dass man schon gut, dass man überhaupt darüber spricht, dass man auch diese Möglichkeit denkt, die müssen wir ja alle denken. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, wenn jemand schwer krank ist, finde ich das ganz schlimm, wenn man das verdrängt. Ja, nee, das tun wir auch. Es ist wichtig, dass man das ist halt auch die Realität, mit der man sich dann konfrontieren muss. Ja. Wie sieht dein Mann das? Dann hat dein Mann auch große Angst vor dem Tod, vor dem Sterben? Also er zeigt sich immer sehr optimistisch. Also ich habe da größere Ängste, weil ich auch in der Klinik schon sehr viele Fälle gesehen habe, wo so eine Transplantation nicht gut ausgegangen ist. Und er verdrängt das mehr, kann das mehr verdrängen wie ich. Was ja auch ganz gut ist. Ja, ist sicherlich. Ja, das ist sicher gut für seine Situation, wo er so krank ist, gut. Er hat ja auch keine andere Wahl. Ja. Ja, das ist seine einzige Chance. Genau, wenn er so eine grundoptimistische Einstellung hat, ist das auch ein großes Potenzial, dass es vorangeht mit ihm und dass er es dann auch schafft, wenn es soweit ist oder ob dass er jetzt die Zeit überrunden kann, bis er transplantiert wird. Ja, aber wie gesagt, also für mich ist es sehr, sehr schwierig. Mhm. Also wir sind seit 37 Jahren verheiratet und eine gute Ehe? Ja, wir haben eine gute Ehe. Wir haben eine gute Ehe, so sag ich mal. Wir haben natürlich Höhen und Tiefen wie alle hinter uns. Aber diese 2 Jahre, die er praktisch jetzt schon zu Hause ist, die haben uns nochmal zusätzlich sehr zusammengeschweißt, wenn man so 24 Stunden am Tag zusammen ist. Das finde ich auch einen sehr schönen Satz, dass ihr dann so zueinander steht. Ich habe ja auch schon Geschichten gehört, wo dann der eine Ehepartner weggegangen ist, weil er
weil ihm das zu lästig war, dass nee, der andere krank geworden ist. Also ich ertappe mich zum Beispiel jetzt damit, wo ich wieder mal alleine bin, dass ich so am liebsten in seinem Bett schlafe. Weil da ist halt sein Geruch noch vorhanden. Und ist er 350 Kilometer weg? Wie oft kannst du ihn dann noch besuchen? Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Ich kann also keine 350 Kilometer am Stück fahren. Das schaffe ich einfach gesundheitlich auch nicht. Und bin darauf angewiesen, dass unsere Söhne am Wochenende fahren. Aber es ist natürlich so, wenn man an einem Tag hin und zurück ist, schon sehr anstrengend. Dann hat man gerade 2 Stunden, die man mal da bleiben kann. Im vorigen Jahr, als er die 6 Monate da gelegen hat, habe ich auch sehr lange Zeit da in der Nähe bei einer Freundin gewohnt. Und das waren dann 60 Kilometer von Hannover entfernt und bin dann immer, das war für mich kein Problem, dahin zu fahren. Also da gibt es immer Mittel und Wege oder ein preiswertes Zimmer sich da irgendwo zu nehmen, weil eben, um nach Hause zu fahren, ist es zu weit. Verstehe, verstehe. Ich finde das sehr klug von dir, dass du dir auch jetzt im Vorfeld schon da psychologische Hilfe gesucht hast und eine Ansprechpartnerin hast. Ja, die hast. Brauchte ich auch. Das finde ich sehr, sehr richtig. Das war ein ganz kluger Schachzug. Ja. Denn du musst ja auch stabil sein, um ihm zu helfen. Ja, richtig. Und dafür brauchst du auch deine Kraft. Und wenn du dir die so am besten holen kannst, finde ich das richtig. Und dass du zu deinem Mann stehst, mit allem nur Erdenklichen, da habe ich gar keinen Zweifel. Und das weiß er auch. Und das wird ihm große Motivation geben und Kraft. Ja. Ich glaube, das ist so wichtig, wenn jemand so schwer krank ist, dass er das Gefühl hat, das sind meine Angehörigen, die stehen wie eine Eins hinter mir und die tun alles für mich. Genau, das ist so wichtig. Auch. Und er ist auch mächtig stolz drauf, dass unsere Söhne wirklich, ich sag mal, da entsteht auch noch mal so eine körperliche Nähe zwischen den erwachsenen Söhnen und ihrem Vater, wo man eigentlich so, sagen wir mal, so ein bisschen burschikos, so ein bisschen Abstand eher nimmt. Aber das ist alles vorbei jetzt. Also die nehmen ihren Vater in den Arm und sagen ihm auch, wie sie fühlen und denken. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Was meinst du, was ihm das Motivation gibt? Ja. Bin ich ganz sicher, sicher. Und auch Freude. Und Freude ist Motivation. Ja, das stimmt. Wir haben 2 Enkelkinder und er hat mir also vorige Woche noch gesagt, die sind 5 und 7 und er will noch bei beiden das Abitur erleben. Genau. Das ist eine gute Einstellung, Brigitte. Ja. Meine Brigitte, das wünschen wir alle deinem Mann, dass er so schnell wie möglich ein neues Herz bekommt und dass das dann gut funktioniert. Und es gibt so wunderbare Beispiele von transplantierten Menschen, die wieder richtig auf die Beine gekommen sind und denen es gut geht. Zwar mit Medikamenten, klar, aber viel besser als der jetzige Zustand. Das stimmt. Wünsch es dir und also euch natürlich und deinem Mann vor allen Dingen von ganzem Herzen, dass es bald bergauf geht. Möchtest du denn auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Nein, vielen Dank. Nein. Ich bin da sehr gut. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich wollte es dir dennoch anbieten. Das ist lieb von dir. Alles Gute und schönen Gruß und herzlichen Gruß an deinen Mann, Brigitte. Ja, vielen Dank, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt das Thema Schuld. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine Schuld empfinden, die sich schuldig gemacht haben, die große Gewissensnöte haben und das Gewissen, dass sie sehr vom Gewissen geplagt sind und eigentlich nicht wissen, wie sie mit dieser Schuld und diesem Gewissensbissen leben können. Vielleicht schon seit längerem oder vielleicht auch erst seit kurzem und auch gerne mit Leuten, die auch sich schuldig gemacht haben, aber einen Weg gefunden haben aus der Schuld, mit der Schuld irgendwie klarzukommen. Ich würde sehr gerne mit euch sprechen, wenn ihr das gerne auch wollt, dann meldet euch morgen während der Sendung oder schon ab 0 Uhr, da sind die Leitungen geschaltet, 0800 220 50 50. Jetzt begrüße ich sehr herzlich die Angelika und Angelika ist 56. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Angelika, schön, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch mit dir, endlich mal sprechen zu können. Um was geht's denn bei dir, Angelika? Ja, ich bin seit 4 Jahren an Basodo erkrankt. Ich weiß nicht, ob du diese Krankheit kennst. Nee, wie heißt das? Base? Basodorf. Basodorf, nein. Das ist die Schilddrüsenerkrankung, die auf die Augen geht. Aha. Und zwar tritt das Auge aus der Augenhöhle hervor. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen bei jemandem. Mhm. Ja, da sagt man, das hat man früher so landläufig gesagt, der hat Basodor-Augen. Tritt das Auge hervor? Das Auge tritt hervor. Kannst du denn noch sehen oder geht das auch auf das Augenlicht? Ja, das geht auch aufs Augenlicht.
Das heißt, da bildet sich Fettgewebe hinterm Auge. Mhm. Und durch dieses Fettgewebe kann der Sehnerv angegriffen werden. Mhm. Nur habe ich eigentlich, was das betrifft, Glück gehabt. Also mein Sehnerv ist nicht angegriffen worden. Das heißt, du kannst noch ganz normal gucken? Ich bin eingeschränkt im Sehen. Und zwar liegt das an dem Augenmuskel, der auch davon betroffen ist. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht mehr normal hochsehen. Mhm. Und auch nicht mehr die Augen so beweglich nach rechts oder nach links. Mhm. Und auch die Sehstärke hat in den 4 Jahren nachgelassen. Und das ist eine Schilddrüsenerkrankung? Ja, da gibt es ja die Über- oder die Unterfunktion. Ja. Ne? Und der Basodo ist, was dazwischen ist. Das heißt, den kriegt man nicht in den Griff. Der geht hoch wie runter und streut dann Hormone in das Auge. Ach so. Und das kann man heutzutage nicht medikamentös irgendwie... Ja, das ist leider bei mir zu spät entdeckt worden. Mhm. Es gibt da Unterschiede. Es gibt Basodo-Erkrankte, die haben überhaupt keine Augenbeteiligung. Mhm. Und ich, als ich zum Augenarzt gegangen bin, da war der schon voll, also ausgebrochen. Du bist zum Augenarzt gegangen, weil du gesehen hast, dass die Augen nach außen quillen? Nein, das war eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe mich damals in der Zeit selbstständig gemacht, ja, und ich hatte einen Laden eröffnet und habe unter Stress gestanden. Ich war aber immer ein Mensch, der, wenn er unter Stress steht, nichts isst, viel raucht, Kaffee trinkt. Mhm. Und ich war auch immer in der Überfunktion der Schilddrüse. Mhm. Und wenn ich mal so ein paar Pfund abgenommen habe, wenn ich unter Stress stand, habe ich immer gesagt, ach, war normal. Wenn ich dann wieder normal in den normalen Rhythmus kam, habe ich auch wieder zugenommen. Mhm. Und so habe ich das in dieser Zeit, das war eben für mich das Schlimme, ich habe mich da selber getäuscht. Ich habe gedacht, ich bin nur im Moment im Stress, ich habe keine Arbeit, ich bin am Renovieren, neuer Laden am Plan. Ja, ja. Und meine Bekannten alle sagten zu mir, du siehst irgendwie anders aus, geh mal zum Arzt. Mhm. Habe ich gesagt, kenne ich. Wie man so ist, ja. Mhm. Ich hatte keine Zeit zum Arzt zu gehen, ich hatte so viel um die Ohren. Mhm. Und da stehe ich eines Morgens auf und wie man normal vor den Spiegel geht, guckt da rein, da war meine Pupille fast ganz weg. Och. Die war unten. Och. Da habe ich Panik gekriegt. Ja. Quasi von einem Tag auf den anderen. Ja, die Pupille war fast weg, da war nur noch ein kleiner schwarzer Strich unten am Auge. Und dann bist du gleich zum Augenarzt. Da bin ich voll Panik. Ich hatte Doppelbilder. Da laufen Doppelbilder vor deinem Auge. Ja, und siehst alles auf einmal doppelt. Und der Augenarzt hat das dann wahrscheinlich schnell diagnostiziert. Ja, der hat mich nur angesehen und hat gesagt, mein Gott, Sie haben Basel. Du hast mich dann direkt zum Radiologen überwiesen. Ja, und der sagte auch zu mir, der konnte das natürlich nicht verstehen. Was wird denn jetzt gemacht bei dir? Ja, die ersten Jahre bin ich schwer unter Cortison gestellt worden und unter Carbizamol, das ist ein ganz starkes Schilddrüsenmedikament, ja. Aber dann habe ich Radiojodtherapien gehabt, 2 Stück, aber das war alles zu spät. Also, ist es nicht zurückgegangen, nicht besser geworden? Ja, und jetzt habe ich vor 2 Wochen in Köln-Meerheim die Bestrahlung gehabt. Das machen die hinterm Augapfel, bestrahlen die das Auge, ja. Mhm. Aber trotzdem, ich habe jetzt das Gefühl, also ich bin jetzt seit vorher Woche Freitag war die letzte Bestrahlung. Mhm. Ich habe also das Gefühl sogar, dass meine Sehstärke noch schlechter geworden ist. Ach du. Was sollte diese Bestrahlung für einen Sinn haben? Ja, die sollte dieses Fettgewebe, weil das entzündet war hinterm Auge. Ne? Und dieses Fettgewebe hinter dem Auge kann man operativ nicht entfernen? Ja, das ist jetzt mein Problem. Der Arzt hat vorher mit mir darüber gesprochen und hat gesagt, wir werden es erst mit der Bestrahlung versuchen, weil die Operationen sind nicht ungefährlich. Ne? Ach so. Und jetzt bin ich natürlich für mich persönlich in der Krise und frage mich jetzt, riskierst du vielleicht jetzt, ist nicht schön, mit solchen Augen rumlaufen zu müssen. Ja? Ich bin auch in Therapie, also ich habe einen guten Therapeuten. Ich war auch schon in der Reha deswegen vorher, ja. Also du stehst vor dem Problem, ich lasse es machen, das hat aber das große Risiko, dass ich vielleicht mein Augenlicht verliere. Ja. Wenn ich es nicht machen lasse, muss ich kosmetisch mit dem relativ unschönen Anblick leben. Ja, die Augen sind ja, also ich meine, früher, ich bin sowieso immer ein Mensch gewesen, ja, ich habe immer sehr viel
mir sind immer Augen sehr wichtig, auch bei anderen Menschen gewesen. Auch meine eigenen sind mir immer sehr wichtig gewesen, weil da kommt ja alles rüber. Aber eigentlich keine Frage, das ist mir noch nicht ganz klar. Wenn du das nicht machen lassen würdest, würde dann der Zustand schlimmer oder würde es so bleiben, wie es jetzt ist? Ja, das ist ja eben die Frage. Denn Basedow haben sie jetzt so weit in den Griff, das heißt nicht geheilt, aber sie haben ihn unter Kontrolle. Das heißt, dass er keine Hormone mehr ausstrahlt. Das heißt, es würde wahrscheinlich nicht schlimmer und der Zustand würde sich so einfrieren, wie er jetzt ist. Will ich hoffen, dass er so bleibt. Und die Gefahr bei einer Operation ist, wie groß ist denn die Gefahr, dass man das Augenlicht verliert bei der Operation? Weißt du das? Ja, ich habe mit dem Arzt gesprochen und er hat zu mir gesagt, so eine Operation der Augen ist eigentlich risikohaft. Ne? Und er würde das auch nicht gerne machen, er würde das lieber auf dem Weg sehen, das normal jetzt. Er hat immer noch die Hoffnung, dass sich diese Entzündung, weil ist ja die Bestrahlung ist wegen der Entzündung hinterm Auge abzulesen. Ja? Hast du dich mal schlau gemacht? Diese Krankheit ist ja dann doch offensichtlich verbreitet in Deutschland. Hast du dich mal schlau gemacht, dass du Nein, ganz im Gegenteil. Diese Krankheit ist überhaupt nicht verbreitet. Ist nicht verbreitet. Ach so, die Überfunktion oder die Unterfunktion der Schilddrüse, das ist ja die Erkrankung, die fast jeder Zweite hat. Ja? Aber der Basedow ist eine ganz seltene Erkrankung. Dennoch, gehe ich mal davon aus. Es gibt auch ganz selten Spezialisten für Basedow-Spezialisten. Worauf ich hinaus wollte, war, ob du schon mal versucht hast, mit anderen Betroffenen dich zu unterhalten und zu beraten. Ja, das war ja mein Problem. Ich bin in einer Klinik gewesen, wo viele Basedow-Erkrankte waren. Und weil es da so Unterschiede war, ich habe niemand gesehen, der so Augen hatte wie ich. So, jetzt geht die Sendung gleich vorbei, Angelika. Ja. Ich will aber auf jeden Fall jetzt die Chance noch nutzen. Das mache ich sehr gerne immer in solchen Fällen. Wenn wir helfen können, mache ich das, wie gesagt, sehr gerne. Wenn jetzt jemand zugeschaut oder zugehört hat, der auch Basedow erkrankt ist oder sehr gut Bescheid weiß darüber, bitte meldet euch bei uns. Wir würden dann den Kontakt zu Angelika herstellen und dann könntest du vielleicht mit anderen Betroffenen, vielleicht gibt es sogar einen Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe, da kann man Informationen austauschen, das ist immer hilfreich. Ja, das wäre toll. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt, bitte schreibt uns ganz einfach WDR 1 Live Domian, Postfach 50 600 Köln oder mailt uns domian@wdr.de, Stichwort Basedow. Wenn ich dir oder wir dir so helfen könnten, würde ich mich sehr freuen, Angelika. Ja, ich danke dir. Ansonsten muss ich jetzt Schluss machen und wünsche dir alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. In der Technik war Michael Verhoeven und morgen heißt unser Thema Schuld. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.